Ja, Horst, erstmal hallo und vielen Dank, dass ich heute als Nicht-Moderator trotzdem dabei sein darf und dir ein paar Fragen stellen darf. Wir sind hier heute, ja, vielen Dank und nochmal für diesen tollen Rahmen und Setting. Wir stehen hier an einem Pferd, das ja erstmal normales Pferd ist, aber dann doch Horst Cordes so ein bisschen zu einem besonderen Pferd gemacht hat. Wie bist denn an das Pferd rangekommen, beziehungsweise was ist so die Intention mit dem Pferd? Gibt es da Pläne? Sag mal ein bisschen was dazu. Ja, also das Pferd sind wir so gekommen, also es ist ja in Aachen immer die GIO, diese Weltmeisterschaft Pferdesports. Und da wurde gefragt, ob Künstler ein Pferd bemalen. Dann hat man gesagt, ja, machen wir das. Und dann hat Hitradio 100,5, das ist ein Dreiländereck, hat gesagt, das wollen wir haben. Und so, und zu einem späteren Zeitpunkt soll es dann mal versteigert werden für einen guten Zweck. Das war jetzt ein bisschen aus dem Dings verloren gegangen, aber jetzt ist es neu aufgegriffen worden. Deswegen ist auch das Pferd heute hier bei der Volksbank. Ja, und dann wollen wir das jetzt irgendwann versteigern und dann sollen Kinder oder Schulen und etc. Unterstützt werden mit der Summe, was das Pferd dann einbringt. Ja, dann drücke ich auf jeden Fall die Daumen. Hat das Pferd denn schon einen Namen oder musst du da nochmal drüber schlafen? Nein, ich habe, weißt du, ich gebe ja ungern Namen, auch bei Bildern, aber man muss es machen. Ja, ich sage immer so, man soll seine eigene Fantasiekraft spielen lassen und jeder hat einen anderen Namen. Ne? Der eine sagt Schnucke, der andere sagt so. Wenn ich dann sage als Künstler, dann sagen die, ja, der Cordes hat recht. Aber das ist immer so vorgezwungen, das möchte ich nicht. Dann warten wir mal ab, wie es vielleicht auch derjenige nennt, der es dann ersteigert hat. Genau. Das ist ja dann auch eine gute Möglichkeit. Jetzt sind wir ja in Heinsberg. Wir haben ja, sagen wir mal, wenn man so deine Geschichte sieht, war es ja nicht nur hier am Niederrhein oder in Heinsberg. Du bist ja Österreicher. Man kennt deine Geschichte mit 100 Wasser in Wien. Und jetzt bist du hier am Niederrhein. Und wie fühlt sich das an? Ist das für dich eine neue Heimat oder wie könntest du das für dich beschreiben? Ja, also der Niederrhein ist auf jeden Fall eine Heimat von mir und meiner Frau. Ja, weil wir wohnen auch sehr schön, der Niederrhein ist sehr schön. Und viele Freunde, die was mich besucht haben, wie Erik Kühnagel, Eishockey-Legende, sagen, boah, sagt er, ihr habt ja hier Fahrradwege, wir können hier Fahrrad fahren und bei uns in Landshut muss ich immer bergauf, bergab. Und so eine schöne Natur, hier möchte ich auch gerne wohnen. Und wir wohnen auch gerne da, weil wir ein bisschen Ruhe haben da mitten im Wald, ne? So, und dann kann sich auch mal entspannen. Wir sind ja viel unterwegs auch zur Ausstellung oder Charity und so weiter und so fort. Nee, der Niederrhein ist schon klasse, ein toller Menschenschlag hier. Also ich bin ja oder habe ja auch schon mal mit dir zusammenarbeiten dürfen, buchmäßig und Musiklesungen sind ja auch gerne mal mit dir mit Bildern untertitelt worden. Das Thema Menschsein, Niederrhein ist da für mich auch so ein Begriff. Du hast heute eine Ausstellung mit dem Thema Tick-Tack, also The Time, die Zeit. Wenn du mal, ich frage jetzt mal so ein paar andere Fragen als vielleicht so andere, ne? Wenn du mal so die Zeit betrachtest, wenn du so ein bisschen so auf dich zurückblickst, wie würdest du das heute beschreiben? Bist du zufrieden? Was bist du für ein Mensch geworden? Hat sich die Kunst verändert dadurch? Malst du jetzt anders? Geht es vielleicht nicht mehr so um Kommerz oder andere Dinge? Du machst sehr viel Charity, hast du gerade auch nochmal beschrieben. Wir beide haben uns eigentlich kennengelernt, wo es um oder zusammengearbeitet mit dem Thema Menschsein. Was bedeutet das eigentlich noch? Und du arbeitest ja auch sehr viel für Menschen, denen es vielleicht nicht so gut geht, für junge Menschen. Wie würdest du das so betrachten? So dieses Rückblicken. Und deine Entwicklung, deine Kunst jetzt und auch mit dem Aspekt Charity viel für andere tun. Was gibt dir das? Ja, erstmal gibt es mir für mein Herz, und für nicht nur für mich, auch für meine Frau, ist das ganz wichtig, weil, wie gesagt, also ich bin in ganz armen Verhältnissen aufgewachsen als Kind. Ich hatte kein Weihnachtsgeschenk, ich hatte das nicht und das nicht und habe auf vieles verzichten müssen. Und deswegen bin ich auch schon früh mit 13 teilweise dann aus Österreich abgehauen. Haben sie mich immer auf der Grenze wieder erwischt, muss ich wieder zurück zur Mama. Ja, und dann war ich dann richtig alt geworden, also so alt geworden bin, dass ich weggehen konnte, bin ich dann auch weggegangen nach Deutschland, weil Deutschland lebte meine Tante in Essen.
gebürtige Essenerin. So, und die hatten mir auch immer erzählt, wie toll und so weiter, auch mit der Mode. Österreich war ja da ganz anders, ne, mit der Mode und so weiter. Ne. War ja mehr so ländlich alles. Ne. So, und dann ja, bin ich dann nach Essen gegangen, aber dann ist leider meine Tante damals verstorben. Ja, und dann sagte zu mir ein Essener, was du hin müsstest, sagt er mal nach Düsseldorf. Ich sage, okay. Ja, weil da gibt es eine ganz tolle Altstadt, ne? Dann bin ich nach Düsseldorf, ja, und dann bin ich auch in Düsseldorf erstmal hängen geblieben, war da 13 Jahre in Düsseldorf, habe dann auch versucht, mit meiner Kunst da einen Weg zu gehen, und dann bin ich wieder am Niederrhein hinten nach Xanten, ja, römisch. Ja, das, was mich ja auch immer schon fasziniert hat, römisch. Sieht man ja auch in deinen Bildern des Öfteren. Ja, genau. Ich habe ja auch damals mal einen Römerschatz gefunden. Das hat mich auch inspiriert in mein Leben. Und natürlich das, was ich gesehen habe, wo ich unterwegs war, Korsika und so weiter und so fort. Ja, und das ist eben die Zeit. Nur die Zeit bleibt ja nicht still. Ja, und wir verändern uns ja auch. Ja, wenn man Bilder sieht von Menschen, die was jung waren, wo sie dann 16 sind, wenn sie 18 werden, wenn sie 25 werden. Deine Gesichtszüge verändern sich und so verändert sich auch meine Bilder in der Kunst. Ne? Und ich liebe ja auch Menschen, deswegen sieht man ja auch sehr viele Köpfe. Man muss sich nur die Zeit nehmen, Gesichter, Botschaften und so weiter und so fort. Ja, und wie gesagt, Niederrhein, klasse und sind ja toller Menschenschlag. Ja, schön zu hören. Ich bin ja auch Niederrheiner und vom Prinzip her aus Duisburg. Genau. Das ist meine Geschichte. So ein bisschen beeinflusst uns das ja sehr stark. Man könnte eigentlich auch sagen, dass du ja dann vom Prinzip her aus der Zeit, die ja eigentlich nicht so schön für dich war, Identität, Kindheit, Sozialisation, dich ja auch immer wieder damit auseinandersetzt. Ja. Das hat dich verändert, auch dich verändert, ja. Aber du bist auch dran gewachsen. Ja, ja. Ja, man wächst natürlich daran. Ne? Also ich muss dazu sagen, meine Mama, ja, die hat manchmal 16 Stunden am Tag gearbeitet, dass wir was zu essen hatten. Also meine Mama hatte da keine Schuld, weil die war immer fleißig, aber es war eben die Zeit. Es gab eben nicht so, wie es eben heutzutage ist. Heutzutage hat sich ja sehr viel verändert und der Konsum hat sich verändert und so weiter und so fort. Ne? Und das gab es damals eben nicht. Aber ich würde die Zeit auch nicht missen wollen. Aber das könnte ja vielleicht auch ein Grund sein, warum du trotzdem ja auch deine Brötchen verdienen musst mit der Kunst, auch viel an andere Menschen wieder zurückgibst. Ja, weil ich habe da Freude dran. Ne? Wie soll ich das erklären? Das ist meine Herzenssache, Sachen zu unterstützen, gerne für Jugendliche. Ja, weil ich finde, die heutige Jugend hat es noch schwieriger als wie wir damals. So, wir sind ja eigentlich so ein bisschen behüteter aufgewachsen und das ist heutzutage nicht und heute ist ja nur mehr Konsum und Gier und Neid. Ich sage immer, Gier und Gier nach Macht macht blöd. Ne? So, das ist ja, was ich immer so sage. Und dann werden viele Menschen vergessen, aber nicht nur Jugendliche, auch ältere Menschen werden vergessen. Ne? So, aber oft auch sich selbst. Ne? Also nicht selten, viele Menschen werden auch krank in unserer Gesellschaft, genau. Weil wir natürlich hohe Erwartungshaltung haben, ja. Leistungsorientiert sind, konsumorientiert auch. Ne? Ja, ist richtig. Ne? Und ja, und da ist es mir und meiner Frau immer eine Herzensfreude, Menschen zu unterstützen. Wir unterstützen Christoph Metzelder, der hat eine Stiftung, wo Jugend gefördert wird für Ausbildung. Dann unterstützen wir Erik Kühnackel, der macht die Jugend Nachwuchs Eishockeyspieler. So, und das sind so Sachen, was wir unterstützen. Ich bin auch Botschafter bei der Dolphin Aid. So, hier bin ich auch schon etliche Jahre begleite ich Dolphin Aid, weil die auch Kindertherapien therapieren mit Delfinen, die ein Trauma hatten. Ja, jetzt vor kurzem wurde auch vor 2 Jahren ein Bundeswehrsoldat auch therapiert mit Delfinen, weil er Angstzustände hatte von dem, was er erlebt hat. Und das hat ihm sehr geholfen und kann heute wieder richtig leben. Und das sind so Sachen, die was einem Freude machen, weil man sieht, da passiert etwas. Ja, da kommt das Geld, was man jetzt erzielt hat, für den guten Zweck, da wird auch was draus gemacht. So, und wenn man das mitverfolgen kann, dann kann man auf sich stolz sein.
sage ich mal so. Das stimmt. Ja. wenn man jetzt natürlich auch sich so ein bisschen diejenigen, die das hier sehen, eventuell auch für deine Kunst interessieren, ja, man sieht dieses tolle Pferd hier, deine Bilder, du arbeitest ja auch nicht nur, malst ja nicht nur, glaube ich, du stellst auch Skulpturen her oder ähnliches, ja, ne? Genau. Ich spiele auch gerne Golf. Ja, da freue ich mich auch schon drauf. 2. Juni ein Golfturnier. Okay. Ja, ich spiele zwar sehr wenig, aber das ist so für mich so eine Abwechslung. Ne? Belohnung. Ja. Ja. Genau, so kann man es ja auch sehen. Ja. So muss es ja auch sein. Wenn man sich jetzt für dich interessiert, auch mal eine Vernissage wie hier in Heinsberg, die jetzt läuft bis zum 20. Juni, glaube ich, also die Woche jetzt vom 15. bis 20. läuft sie hier, kann man nicht sehen. Gibt es eine Internetseite, wo man sich mit deinen Bildern beschäftigen kann, wo man eventuell auch Bilder kaufen kann? Ja, es gibt meine Webseite, ja, da wird auch immer aktualisiert. Die Webseite ist www.horstkordesart.de. Ja, und da kann jeder drauf gucken, kann auch gerne. Also ich habe ganz wenig Gästebucheinträge, also bitte möchte mal ein paar nette Worte da drauf haben. Ja, würde mich sehr freuen. Ich denke, das kommt an, auch wenn wir das teilen bei Facebook oder so. Ich wünsche mir für uns beide, dass wir vielleicht nochmal irgendwie in irgendeiner Form zusammenarbeiten werden. Denke ich auch, wir sind auch auf einer Wellenlänge. Was würdest du dir wünschen für die nächste Zeit, wenn du dich mal so im nächsten Jahr so siehst? Gibt es da so ein paar Begrifflichkeiten, Wünsche? Du hast gerade ein bisschen... Ja, Belohnung, Genuss, Golf spielen. Gibt es für dich persönlich noch eine Dinge, was du dir wünschst? Oder? Ja, es gibt eine ganz wichtige Sache, aber das hat nichts mit Egoismus oder sonst irgendwas zu tun, sondern da steckt ein Sinn dahinter. Meine Frau und ich haben ja schon einige so Projekte geschützt und geplant und leider ist es immer ein finanzieller Manko, wo man solche Projekte dann nicht machen kann. So, ich wünsche mir, dass ich ganz berühmt werde. Ja, das hat aber nichts mit Eitelkeit zu tun, sondern wenn man ganz berühmt ist, dann verdient man auch dementsprechend das Geld, wo wir dann selber dann auch, ohne zu fragen zu müssen, Projekte in die Welt zu stellen, wo wir hundertprozentig Menschen helfen können. Ja, ich kann ein Beispiel nennen, wir waren da auch schon sehr weit mit Bob Geldorf und mit dem grünen Minister, fällt der Name leider nicht mehr ein, aus England. Und dann der Gabriel war dabei, war ja damals auch noch für Umweltminister, glaube ich. So, und dann hatten wir das Projekt eigentlich schon so weit vorangetrieben, da wurde der Film vorgestellt, Unsere Erde. Ja, das passt ja auch zum Thema, weil es geht um unsere Erde, wir haben nur eine. Ja, und dann ist ja so ein bisschen die Wirtschaftskrise eingebrochen und dann ist dieses Projekt leider so ins Vergessenheit geraten. Ne? Ja, weil es ist eben, man legt manche Dinge auf die Seite, aber wie gesagt, also in meinem Hinterkopf brummt es immer, wann ich dann mal so weit oben bin, dann werde ich dieses Projekt durchziehen und dann werden ganz viele Menschen einen Nutzen daraus ziehen. Ja, und das finde ich wichtig. Also Kunst kann ja auch bedeuten, also erstens mal ist es ja auch etwas Unabhängiges, Individuelles, aber es kann ja auch bedeuten, wenn man damit Geld verdient, dass du unabhängiger bist, dass du damit entscheiden kannst, was mache ich mit dieser Kunst, für wen kann ich mich einsetzen. Das könnte ja auch ein schöner Wunsch sein. Ja. Das ist ja auch ein Aspekt, den auch nicht viele verfolgen können. Ich sag mal, wenn ich von 8 bis 16 Uhr ins Büro gehe, verdiene ich mein Geld, klar. Aber Fakt oder wichtig ist natürlich auch, dass wenn ich mit Kunst auch immer etwas zum Ausdruck bringen möchte, dass ich vielleicht über den Tellerrand hinaus auch was bewegen kann oder auch gerade vielleicht auch Menschen, die am Rand, das ist ja nicht nur auf Deutschland bezogen, vielleicht auch weltweit bezogen, wichtig da auch ein bisschen für Ausgleich zu sorgen. Ja. Und ich muss dazu sagen, also ich finde, ich bin immer sehr erfreut, wenn ich Menschen sehe, die solche Sachen unterstützen, die teilweise nicht sehr viel Geld haben. Ja, habe ich vor kurzem noch erlebt. Ja, dann bin ich mit zu einer Spendenkasse gegangen und dann waren 4 Jugendliche und ja, die haben sich so quasi ein bisschen geschämt. Ne? Ich sage, ihr braucht euch nicht schämen. Sag ich, warum? Ne? Ja, wir haben nicht so viel Geld. Ich sage, ja, das hatte ich in eurem Alter auch nicht. Sag ich, ne? Das ist nichts Schlimmes, sag ich. Das kann jedem passieren. Aber wir geben trotzdem jeder 10 Euro. Und das fand ich so toll.
Ja, weil man so wenig hat, dass man dann noch trotzdem 10 Euro gibt, um einen guten Zweck zu unterstützen. Dann haben wir die Kindertafel Düsseldorf unterstützt. Ist auch eine schöne Summe zusammengekommen. Und das sind so Sachen, wo ich immer Freude dran habe. Ich war ja letztens auch in Düsseldorf in dem Hotel, wo die Bilder versteigert worden sind. Im Übrigen auch mit einem Künstler aus Duisburg, der leider nicht anwesend war. Der aber auch den Totenkopf damals damit, den hatte ich, ein, zwei Mal schon auch selber getroffen. Ich hoffe jedenfalls, dass wir uns noch mal ein, zwei Mal beim Weg laufen, vielleicht auch zusammenarbeiten und wünsche natürlich allen Leuten, die das auch sehen, dass sie vielleicht auch mal vorbeikommen und dich persönlich kennenlernen. Bist du hin und wieder jetzt auch noch mal hier vor Ort? Oder? Ich werde das so machen, also wir haben das schon besprochen mit dem Vorstand, also wann sich Personen anmelden und sagen, sie kommen, ja, müssen wir einen Termin machen, weil wir sind jetzt auch noch sehr viel tätig, weil wir haben nächstes Jahr eine Ausstellung in Suhl. Und ich muss mich vorbereiten und dann in Düsseldorf noch eine Ausstellung, in Glashaus. So, und wenn dann bestimmte Personenzahl zusammen ist, dann sage ich, komme ich hier hingefahren, weil ist ja nicht weiter, eine halbe Stunde. So, und dann werde ich mit denen die Bilder natürlich besichtigen, ganz klar. Ja, ich freue mich, dass ich heute Abend auch eingeladen worden bin, das mit dir machen durfte, weil ich dich auch als Persönlichkeit unheimlich schätze, nicht nur als Künstler. Ne? Und ich bin froh, dass ich heute Abend hier bin, die Bilder anschaue und ich hoffe, dass ganz viele kommen. Ja. Ich freue mich auch, dass Joe da ist, der Kameramann, ja, weil der ist ja auch da die weite Strecke gefahren und macht das jetzt ganz toll. Und wenn ich ein bisschen komisch aussehe, ein bisschen retuschieren. Ja? Das machen wir. Ja. Horst, vielen Dank und schönen Abend. Ja. Ebenfalls. Tschüss.